Preisverleihung für die besten SchülerInnen-Zeitungen. Die Junge Presse Niedersachsen hat beim Unzensiert-Wettbewerb am Mittwoch die besten SchülerInnen-Zeitungen aus ganz Niedersachsen ausgezeichnet. Zur Bewertung wurden zahlreiche Ausgaben von SchülerInnen aus Grund-, Förder- und Realschulen sowie Gymnasien eingereicht. Auch Niedersachsens stellvertretende Ministerpräsidentin und Kultusministerin Julia Willi Hamburg war bei der Preisverleihung. Sie hebt die wichtige Arbeit der Redaktionen in den Schulen hervor. Ich finde es hoch beeindruckend zu sehen, wie viel Kreativität, wie viel Engagement in diesen Schulzeitungen steckt. Und das ist halt auch gelebte Demokratie. Schülerinnen und Schüler lernen, sich mit Medienkompetenz auseinanderzusetzen, mit Fake News. Sie informieren die Schule und die Schülerinnen und Schüler darüber, was läuft gut an der Schule und was auch nicht. Und deswegen ist das ein wichtiger Baustein, der unbedingt unterstützt werden muss. Die Preise werden von einer Jury verliehen, bestehend aus Profi- und NachwuchsjournalistInnen. Was eine gute SchülerInnen-Zeitung ausmacht, weiß Rike Duhm, Jurorin aus dem Vorstand der Jungen Presse in Niedersachsen. Eine gute SchülerInnen-Zeitung ist auf jeden Fall kritisch, ist unabhängig von Lehrkräften, von der Schulleitung, sucht sich eigene Themen und schreibt danach. Und am besten ist das dann noch richtig schön verpackt in schöne Stilform und ein wunderschönes Layout. Als beste SchülerInnen-Zeitung aller Realschulen in Niedersachsen wurde die Aber Hallo News von der Oberschule 1 in Norden-Hamm ausgezeichnet. Wie die redaktionelle Arbeit an der Schule aussieht, erklärt Armi Wollens, Mitglied der Redaktion von Aber Hallo News. Eine Art AG ist das. Die beginnt immer um 13:40 Uhr. Und dann treffen wir uns alle, sitzen da und besprechen, was wir da Aufgaben haben, essen nebenbei ein bisschen Kekse und so. Kocht mal Lehrer Kaffee, ganz gechillt. Und dann besprechen wir halt und verteilen Aufgaben und bearbeiten die alle dann sorgfältig und ordentlich. Von Haupt- und berufsbildenden Schulen wurden, wie auch schon die Jahre zuvor, keine SchülerInnen-Zeitungen eingereicht. Eine mögliche Erklärung dafür hat Jurymitglied Konstantin Klenke. Ich glaube, es hängt an vielen Stellen auch mit Berührungsängsten zusammen. Das ist ja schon mit viel Aufwand verbunden und wir haben heute oft gehört, dass es an den Schulen nicht immer so zugeht, wie man sich das vielleicht wünscht. Und ich bin mir nicht sicher, ob es an allen Schulen dann auch Strukturen gibt, die SchülerInnen genau dazu ermuntern, eben SchülerInnen-Zeitungen zu machen, sich selber mit dem auseinanderzusetzen, was in der Schule passiert. Für Julia Willi Hamburg ist dies ein Zustand, den sie gerne verändern möchte. Wir werden jetzt noch mal anschauen, wie wir vielleicht auch Schulen, gerade berufsbildende Schulen, dabei unterstützen können. Das ist natürlich deutlich schwerer, weil die Schülerinnen und Schüler nicht jeden Tag an der Schule sind, sondern vielfach im Betrieb und nur wochenweise an der Schule. Und hier dann eine Redaktionsgemeinschaft zu finden, ist nicht so einfach. Trotzdem bleibt es wichtig. Und hier jetzt noch mal zu schauen, wie können wir berufsbildende Schulen unterstützen? Wie können wir vielleicht auch den Wettbewerb so anpassen, dass beispielsweise Oberschulen, Realschulen und Hauptschulen zusammengedacht werden? Denn es gibt auch einfach immer weniger Hauptschulen in Niedersachsen. Auch das ist sicherlich ein Faktor. Aber wir werden uns das anschauen, denn unser Anspruch wäre schon, dass es für jede Schulform auch Beiträge gibt. Die Dr. Norbert Jahn Stiftung hat für alle Kategorien Preisgelder in Höhe von 4.000 Euro vergeben. Zudem dürfen sich die Redaktionen in den Schulen über zahlreiche Sachpreise freuen. Die nächste Runde des Unzensiert-Wettbewerbs startet bereits im September.